Ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen Impuls. Wenn man die Bibel vorne anfängt zu lesen, da sind ja diese zwei Schöpfungsberichte, da sind zwei ganz aus meiner Sicht wichtige Aussagen drin. Die eine Aussage ist, dass die Natur gesehen wird wie ein Garten und die Aufgabe von uns Menschen ist, diesen Garten zu pflegen. Wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, müsste man eigentlich sagen, wenn wir Menschen diesen Garten nicht pflegen, dann leben wir an unserer Aufgabe vorbei. Und das ist heute leider oft so. Viele Plastikteile in der Natur, viele Tierarten sind schon ausgestorben, das Ozonloch und CO2 nimmt zu und wir sind keine guten Gärtner. Das heißt, die Bibel fängt gleich an damit zu sagen, überleg dir ganz persönlich, was du in deiner Umgebung tun kannst. Aber noch ein zweites. Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur wird auch dort beschrieben über ein Staunen. Schau einfach mal. Wann haben Sie das letzte Mal sich in der Natur bewegt und haben gestaunt? Einen See oder einen Berg oder einen wunderschönen Baum oder eine Wiese, eine Drossel, einen Spatz, eine Meise, ein Fink, in der Bewegung anzuschauen, eine Elster. Auch wenn es jetzt kühler wird, mal einen Moment den Wind rauschen hören in den Blättern, die Luft einzuatmen und zu riechen, Geräusche zu hören, die im Wald so wunderbar in dieser Halbstille zu hören sind. Vielleicht nutzen Sie gerade diese Zeit einmal, bewusster und öfter in den Wald zu gehen, aufzuatmen, denn das ist der Wille Gottes, dass wir aufatmen, stark und kräftig sind und überflüssend vor Glück. Dies wünsche ich Ihnen von Herzen. Gott segne Sie, bleiben Sie gesund.